Wenigstens sind alle Verletzungen verheilt. In der Zwischenzeit. Gut, das heißt, wir können hier ordentlich loslegen. Ausrüstung habt ihr alle? Gut. Hm? So gut wie erledigt. Und jetzt? Bringen wir mal ein bisschen die Decke zum Einsturz. Einer weniger. In Ordnung. Zu einfach. Was ist? Und ja, durch die Küche kommen noch mehr. Hat sich ja kaum gewehrt. Was denn? Zu einfach. Haben wir sie mal ordentlich um. Was ist? Das ist Pech für dich. Und benutzen mal Boindats neue Fähigkeit. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. So. Und jetzt? So schnell bin nicht mal ich. Ja? So, Tungdil, wo bist du? Du bist da, also. Solche Kreatur. Einer weniger. Hau mal ordentlich drauf. Was ist? Erledigt. Gleich geht's wieder. Boindil ist ordentlich drauf. Immer mit der Ruhe. So einfach. Da ist einer weniger. So gut wie erledigt. Versuchen wir mal zu den beiden zu kommen und eine bessere Verteidigungsformation zu bilden. Au. Was denn? Na doch, gleich. Es sind so viele. Du mal? Der Nebeneingang in der Werkstatt. Das ist unsere einzige Chance. Und weiter. Wo ist der nächste? In Ordnung. So gut wie erledigt. Da müssen wir uns jetzt einfach mal durchrennen. Und jetzt in Ordnung. Ja? So gut wie erledigt. Und dann aus dem Eingang raus. Sehr gerne. Was ist? Zu einfach. Hey. Dann einer weniger. Ja. Was ist? Hey. Sofort. Habt ihr wieder kommt denn noch? Langsam gehen mir die Ideen aus. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Zu einfach. Ja. Einverstanden. Geht unterwegs. Ja? Und jetzt? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Ja? So, lassen wir mal kurz Tungdil vor. Zu einfach. Angriff. Ja? Bin unterwegs. Ziehen Boin da zurück. Weil ich glaube, wir müssen erst hier alle Orks verdichten. Und weiter. Für Vrakas. Bevor wir rauskommen. Erledigt. Und dafür können wir gerade mal ein bisschen Tungdil benutzen. Sofort. Damit Moin da sich da hinten in Ruhe heilen kann. Abscheuliche Kreatur. Was denn? Er hat sich ja kaum gewehrt. Wo ist der nächste? So. Reicht das für ein Level-Up? Ja, Boindil hat ein Level-Up. Das heißt, wir können ihm... Oink, oink. ...geben. Ja, da können wir uns mal kurz Boindil aus der Nähe ansehen.
kriegen einen Heiltrank, einen Haufen Nahrung und eine Perle. Und können dann langsam weiterziehen. Beziehungsweise mit weiterziehen ist nicht viel. Verflucht! Die ersten 20 gehören mir! Ihr seid weit gekommen, doch noch weiter kommt ihr nicht. Gebt mir die Artefakte und die Bücher, die ihr in Grünhain gestohlen habt. Danach seid ihr frei. Mann, bist du hässlich. Was habt ihr mit den anderen Magi gemacht? Was habt ihr mit den anderen Magi gemacht? Euer Famulus hat uns eine Lügengeschichte aufgetischt. Ihr hättet sie und ihre Famuli in Porista bezwungen und ermordet. Ich habe getan, was getan werden musste, um das geborgene Land zu schützen. Ich wünschte, es hätte eine andere Lösung gegeben, aber sie hätten das nie verstanden. Spielen dir deine Augen einen Streich oder siehst du kurz echtes Bedauern auf dem aufgeblähten Gesicht des Magus? Ja. Was hat es mit den Artefakten und den Büchern auf sich? Was hat es mit den Artefakten und den Büchern auf sich? Sie sind mein Eigentum, also bin ich gekommen, um sie zu holen. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Ja, wenn du meinen Rucksack willst, ist das Grund genug für mich, ihn dir nicht zu geben. Wenn ihr meinen Rucksack wollt, ist das Grund genug für mich, ihn euch nicht zu geben. Ich brauche deine Einwilligung nicht. Ja, der klaut einfach meinen Rucksack. Verwahre den Rucksack. Lässt du ihn dir abnehmen, wird es dein Tod sein. Kehrt in euer Reich zurück, Zwerge, und richtet eurem König aus, dass ich sein Land benötige. Er kann es mir überlassen, ohne dass ein Tropfen Blut vergossen wird. Oder aber meine Truppen und Verbündeten nehmen es sich mit Gewalt. Den da könnt ihr mitnehmen. Ich habe keine Verwendung für ihn. Zauber? Mann. Seht! Überlasst sie mir. Tötet die Zwerge. Ja, der hässliche Kopf ist notiert, ne? gut. Wir haben jetzt Oink-Oink Schweineschnauzen. Eine ziemlich coole Fähigkeit, auch wenn sie komisch klingt. Der Rucksack. Da ist der Ork mit dem Rucksack. Schnappen wir ihn uns. Ja. Mhm. Bin unterwegs. Zauberluft. So gut wie erledigt. Das ist echt. Wir drücken uns erst einmal durch. Schnappen uns dann Boindil. Und der haut den da tot. Ja, und hauen. Was für eine Zeitverschwendung. Uns hier raus. Ja, Tungdeal. Nur rennst du mal da durch. Was ist? So gut wie erledigt. Und jetzt? Ich habe den Rucksack. Die Schlacht nichts wie dich. Ja. Mhm. Ich brauche Hilfe. Schnell Zeit, ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. So, wir kriegen ja. Wir Tungdi gerade aus der Misere. Ja, es dürfen keine Feinde in der Nähe des Ausgangs sein, das ist klar. Ja, ja.
So. Gut. Was ist? Bin unterwegs. Hm? Und war so gut wie erledigt. Wir auch mal mit den Zwillingen und durch. Und jetzt müssen wir etwas näher ranzoomen. Und ich hab nicht mal ernst. Und sehr gerne. Und weiter. Und wir sind entkommen. Nichts wie weg hier. Klim, wir sollten weiterkämpfen. Wir würden sterben. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass Nord-On sich wieder erhob? Ohne Kopf? Er ist mächtiger als selbst das tote Land. Aber hier drin steckt der Schlüssel zu seiner Vernichtung. Kehren wir zu den Zweiten zurück und berichten ihnen, was der Magus vorhat. In der Festung Ogatod sind wir sicher und können einen Plan schmieden. Wenn wir sie erreichen, Nord-On wird alles tun, um uns aufzuhalten. Soll es doch versuchen! Jo. Abgeschlossen, Level Up für Tungdil. Das ist auch 6. Boyendal ist bald Level 7 sogar. So. 50% mehr Schaden mit allen Angriffen, das klingt gut. Da ich ja schon das Schutzamulett immer auf Tungdil habe, ist das gar nicht mal so schlecht. Und dafür nehme ich ihm die Standardfähigkeit einfach weg. Die bringt nämlich nicht so viel. Der großflächige Hieb bringt meiner Meinung nach mehr. Gut, die Standardfähigkeit ist zwar gut darin, einzelne Gegner schnell zu töten. Aber es kommen ja immer riesige Mobs. So, da ist eine Ork-Horde. Wir haben immer noch Ablenkung im Süden aktiv. Da ist eine Stadt, Seelenschön, die wir erreichen könnten. Das Problem ist, da ist eine Ork-Horde. Und da ist die Festung Ogatod. Das heißt, wir müssen hier durch diese Oase ziehen und unterwegs ist, glaube ich, nicht mehr viel, wo wir durchziehen können. Ha, das war ein Spaß. Was machen wir als nächstes? Boindils Blick fällt auf dich und das Funkeln in seinen Augen erlischt. Ach, tut mir leid, Gelehrter. Es tut uns beiden sehr leid, was hier geschehen ist, Tungdil. Er hat es mir gesagt. Sindoras. Ich habe mir eingeredet, dass... Du schluckst, drehst dich von deinen Freunden weg. Ja. Das ist denn hier eine große Herausforderung. Haltet mir den Rücken frei. Keine gute Idee, wenn du leben willst, Zwerg. Du hast eine ziemlich große Klappe für jemanden, der wie ein Mädchen klingt. Ihr seid Andokai, die man die Stürmische nennt, nicht wahr? Ganz recht. Und du bist Tungdil, Lot Ionans Mündel. Ja, das ist eine Magie. Der Körper ist okay, das Gesicht nicht wirklich. Das habe ich auch beim ersten Mal gedacht, als ich sie gesehen habe. Dafür finde ich ihren Begleiter ziemlich gelungen. Auch wenn ich immer gedacht habe, er hätte böse Hörner oder Stacheln auf dem Kopf. Aber er ist riesengroß. Was ist mit Lord Ionan? Lebt er noch? Ehrenwerte Mager, was ist mit Lord Ionan? Lebt er noch? Andokai sieht dich schweigend an und langsam schleichen sich Schmerz und Wut in ihr Antlitz. Er ist tot, Tungdil. So wie Myra, Turgor und Sabora. Nord-On hat sie alle getötet, um den Rat der Magi auszulöschen. Die Gewissheit schmerzt und es kommt dir vor, als hätte jemand etwas aus deinem Inneren herausgerissen. Den Meistern folgten die besten Schüler ins Verderben.
Und nun ist er der unangefochtene Magus im geborgenen Land. Ja, was ist mit eurem Begleiter? Er wirkt sehr ruhig. Wart ihr es, die Notum vor dem Stollen attackiert ihr hat? Ihr wart es, die ihn mit Blitzen attackiert hat, nicht wahr? Konntet ihr mehr ausrichten als wir? Andokai schüttelt den Kopf. Er hat allem getrotzt, was ich ihm bieten konnte. Mein gesamtes Können, nutzlos. Ich spürte schnell, dass er mir überlegen war. Aber ich wollte euch etwas Zeit verschaffen. Warum könnt ihr noch Magie benutzen? Weil ja, der eine Schüler hat ja gesagt, dass Not-On die Felder verändert hat. Not-Ons Famulus meinte, er hätte die Magiefelder verändert. Doch ihr scheint sie noch nutzen zu können. Andokai lächelt. Ich bin nicht ganz so freundlich, wie die anderen Magiers gewesen sind. Mein Gott Samusin ist der Gott des Ausgleichs. Er liebt die Dunkelheit ebenso wie das Licht. Daher kann ich beides nutzen. Meine Kräfte sind aber nicht grenzenlos. Es fällt mir schwerer, die veränderte Magie zu speichern und zu nutzen. Wir sollten kämpfen aus dem Weg gehen, wenn es möglich ist. Ja. Fragen wir sie mal zu ihrem Begleiter aus. Euer Begleiter, möchte er sich nicht setzen oder sich vorstellen? Ja, hey, du da oben! Hörst du uns überhaupt mit dem Eimer auf dem Kopf? Jerun ist stumm und er wird euch nichts tun, solange ich es ihm nicht befehle. Und du immer schön höflich zu ihm bist, Zwerg. Boendil scheint seine Chancen gegen die beiden kurz abzuwägen. Ich entscheide, wann ich höflich bin. Kommt mir einfach nicht in die Quere und die Orks gehören mir. Ja, Boendil will sich unbedingt mit Jerun anlegen. Blechkameraden. Was genau ist mit dem Rat passiert? Wie habt ihr überlebt? Was ist passiert? Wie konnte er den Rat der Magi besiegen? Nudin rief uns unter dem Vorwand nach Purista, die Barriere gegen das tote Land zu stärken. Stattdessen bemächtigte er sich mit einem Trick einem Großteil unserer Kräfte und griff uns an. Ich streckte ihn mit einem Schwertstoß nieder, aber er stand wieder auf und durchbohrte mich mit seinem Stab. Danach nahm ich nur noch Geräusche wahr. Kampf, Zerstörung, Todesschreie. Wie konntet ihr überleben? Jerun. Nudin vergaß wohl, dass ich ihn mit nach Purista gebracht hatte. Er fand mich, versorgte meine Wunden und brachte mich aus der Stadt, bis ich genug Kraft gesammelt hatte, um mich selbst zu heilen. Und Lord Ionan? Als Jerun mich wegbrachte, war er zu Stein erstarrt. Eine Statue. Meines Wissens nach ist der Zauber nicht umkehrbar. Du nickst langsam. Zu mehr reicht deine Kraft in diesem Augenblick nicht. Was habt ihr nun vor? Was wollt ihr nun tun? Von hier fortgehen. Ich bin nicht so töricht zu denken, ich könnte das tote Land oder Not-On aufhalten. Warum sollte ich hierbleiben? Töricht nicht, aber feige! Ha! Ihr seid auf dem Weg ins Reich der Zweiten, nicht wahr? Dann werde ich euch begleiten und das geborgene Land durch die hohe Pforte verlassen. Not-On wird uns Schlimmeres als nur Orks auf den Hals hetzen. Wir können jede Unterstützung gebrauchen. Die Maga nickt zufrieden. Dann schaut sie nachdenklich auf deinen Rucksack. Dein Rucksack? Warum wollte Not-On ihn haben? Er wollte... Ja, ich kann lügen. Ich weiß auch nicht genau, was Not-On wollte. Er wollte die magischen Artefakte aus meinem Rucksack. Ich sollte Goren, einem Famulus Lord Ionans, einige Gegenstände bringen. Er wurde in Grünhain von einer Alvin ermordet. Neben seiner Leiche lagen einige Bücher, die er Togo dem Schönen schicken wollte. Darf ich sie sehen? Du nickst. Holst die Bücher aus deinem Rucksack und reichst sie an, Dokai. Sie geht den Brief und die Bücher nacheinander durch, ohne dass sich eine Regung auf ihrem Antlitz widerspiegelt. Schließlich klappt sie das letzte Buch wieder zu. Ist das alles? Es handelt sich um Geschichten und Reiseberichte aus dem jenseitigen Land, die über legendäre Geschöpfe und Mythen berichten. Ich weiß nicht, warum Not-On daran gelegen sein sollte. Er hat dafür ein Dorf vernichtet und den Stollen. Es muss etwas in den Büchern stehen, das wichtig für ihn ist. Möglich. Ich werde die Bücher studieren. Lasst uns jetzt schlafen. Jerun kann Wache halten. Wir werden noch immer verfolgt.